Der Titelverteidiger feierte im Viertelfinal-Hinspiel bei Chambéry Savoy HB aus Frankreich einen 30:27, 19:11 Erfolg und steht im Rückspiel am kommenden Sonntag 17:30 in Göppingen vor einer hervorragenden Ausgangsposition. Die Mannschaft von Trainer Rolf Brack startete fulminant in die Begegnung und lag zur Pause bereits mit 8 Toren vorne. In einer schwächeren zweiten Hälfte der Göppinger verkürzten die Franzosen den Rückstand auf 3 Treffer. Bereits am Samstag hatte Bundesligist Füchse Berlin sein Viertelfinal-Hinspiel in Kroatien bei RK Nexe 20:28, 9:12 verloren und muss beim zweiten Duell am Samstag 19:00 vor eigenem Publikum eine ganz schwierige Aufgabe lösen.